Ich werde die Frage bereuen. Aber wie kommst du hierher? Ja, das ist tatsächlich eine lange und spannende Geschichte. Oh nein. Ach, wo soll ich nur beginnen? Was ist am Ufer passiert? Das Ufer? Oh ja, es kommt mir vor, als sei es erst gestern gewesen. Es war gestern. Ich saß schon eine Weile alleine dort und übte eine geheime Chaski-Technik. In Sekundenschlaf? Bei leerem Magen schaffe ich es unter drei. Wie auch immer. Plötzlich schob sich eine Wolke an den Himmel. Ein Windstoß zog über den Fluss. Ich begann zu frösteln. Zur Sicherheit zog ich mein Messer. Und einige Bomben, die ich noch im Rucksack hatte. Ich war gerade fertig, als es in den Büschen knackte. Ich spannte jeden einzelnen Muskel an und dann... Und dann? Dann ließ ich alles fallen, schnappte mir den Rucksack und rannte so schnell ich konnte. Was? Als ich mich umdrehte, sah ich nur einen Fuchs. Aber ich hatte mein Versteck ja bereits verlassen. Ich war mir sicher, die Askiel hätten mich gesehen. Darum bin ich nicht umgekehrt. Es war einfach zu gefährlich. Zu gefährlich? Zu gefährlich? Ich dachte, du seist in einen Kampf geraten. Nicht doch. Dafür bin ich viel zu listig. Du meinst wohl eher feige. Ich fasse feige es einfach nicht. Geflüchtete, ich bin hier um die halbe Welt nachgereist, nur weil du Angst vor einem Fuchs hast? Hattest? Es war ein sehr großer Fuchs. Ah! Wie bist du den Askiel entkommen? In Askiel? Ich war nicht bei den Askiel. Warst du nicht? Aber der Wächter hat von einem grünen, schmächtigen Gefangenen erzählt. Schmächtig? Wie bist du denn da auf mich gekommen? Ich bin gut durchtrainiert. Viel zu gut, um mich von den Askiel schnappen zu lassen. Also hast du sie irgendwie abgehängt? Gab es eine Verfolgungsjagd? Und ob, zumindest wenn du mit Abhängen in einer Höhle verstecken meinst und mit Verfolgungsjagd Beeren sammeln. Oh Gott, dieser Feigling. Wie bist du nach Corona zurückgekommen? Feigling, auf geheimen Chaski-Pfaden. Lass mich raten, du hast dich so dünne gemacht, dass dich ein frisches Lüftchen hierher geweht hat? Nein, ich hatte meinen Ruhestein noch auf den Schlosshof eingestellt. Das will ich nicht gehört haben. Ich habe auch nichts gesagt. Oh Gott, wir hätten uns einiges ersparen können. Und das nennst du Abenteuer? Nein. Ich nenne das Routine. Als Chaski erlebst du so viele ungeheuerliche Sachen, da kann dich selbst die brenzligste aller Situationen nicht mehr aus der Ruhe bringen. Offensichtlich. Nur darum sitzt du hier ja auch so seelenruhig. So ist es. Und das, obwohl das Ende bevorsteht und die Askiel angreifen. Ja, Und einer von ihnen sogar direkt hinter dir steht. Was? Ja, ja. Da hast du mich doch beinahe reingelegt, nicht wahr? Wenn du einen Chaski auf den Arm nehmen willst, musst du aber früher aufstehen. Ist 10 okay? Sagen wir lieber 11. Ich schlaf gern lange. Aha. Ich glaube, ich habe genug gehört. Ich weiß. Meine haarsträubenden Abenteuer sind nichts für schwache Nerven. Ja, ja. Du versteckst dich in einem Fass? Ist das etwa das Verhalten eines Chaski? Lass dich nicht von deinen Augen täuschen. Das hier ist ein Chaski-Überlebensfass. In so einem Fass saß dereinst der legendäre Chaski Shorshi, als er die mächtigen Trommelfälle von Ashanot passierte. In sicherem Abstand nehme ich an. Selbstverständlich. Bleib du ruhig hier. Ich gehe die Welt retten. Halte dich immer an das, was ich dich gelehrt habe. Er sah nichts. Eine, ja, sowas ähnliches wie eine Kuh. Etwas Kuhähnliches. Es sieht immerhin besser aus als das, was Opa kocht. Kuh müsste man sein. Igitt, nein, dann doch lieber Schimmelsuppe. Es sieht immerhin besser. Igitt, nein, dann doch lieber. Eine Leine. Okay, wir haben einen Stock und eine Leine. Daraus können wir jetzt einen Zirkel bauen. Sie sieht ausgesprochen zufrieden aus. Dass die Welt kurz davor ist, unterzugehen, scheint sie nicht zu scheren. Kuh müsste man sein. Zum Melken bräuchte ich ein passendes Gefäß. Und viel wichtiger noch, einen triftigen Grund. Muh. Sie mut gar nicht zurück. Sowas. Das hier ist aus vielen Gründen einer meiner Lieblingsscreens. Übrigens. Erzähl. Das erste ist halt, dass dieser Screen ein wichtiger Teil des Spot-Parcours ist. Mhm. Werdet ihr jetzt möglicherweise schon gespielt haben. Ich hoffe, ihr klickt nicht auf uns jetzt, bevor ihr den Spot-Parcours gelöst und beendet habt,
Weil sonst würde ich euch jetzt ganz arg spoilern mit den Sachen, die hier noch kommen. Hier ist nämlich tatsächlich eins meiner aller Lieblingsrätsel drin. zu dem ich gleich komme. Erstmal das dritte, was mir hier besonders gut gefällt, ist nämlich das Wiederauftauchen von Bobby. Der hat hier einen unglaublich schönen zweiten Auftritt hat. Der Dialog gefällt mir sehr. Es sind da sehr viele... man darf nochmal sehr viel drauf rumhacken auf seine Chaski-Artigkeit und auch Sedwick, der ja jetzt mittlerweile eine kleine Charakterentwicklung hinter sich hat und halt ein bisschen mehr Selbstvertrauen gelernt hat. Das spiegelt sich hier wunderschön in seinem Dialog mit Bobby, dem Chaski. Das ist eigentlich eine wunderbare Verkehrung von dem von der ersten Begegnung. Weil Sedwick halt jetzt weiß, was für eine Lusche eigentlich Bobby ist und darin auch sich selber misst. Und man richtig, richtig merkt, wie Sedwick halt an Selbstvertrauen gewonnen hat. Und es ist halt ziemlich lustig, mit ihm zu reden, wie er halt in diesem Fass hockt und halt immer noch meint, ein Held zu sein. Das ist ziemlich lustig. Und jetzt, wo ich sowieso schon so viel vorweggegriffen habe von dem, was hier drin passiert, kann ich auch noch mal mein Lieblingsrätsel, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die kam von dir, oder? Ich glaube, die kam von Bade. Die kam von Bade. Ah, es ist so hervorragend. Ich habe so gelacht, als das vorgeschlagen wurde. Und zwar, jetzt hört mal bitte alle weg, die diesen Raum noch nicht zu Ende gemacht haben und klickt uns später nochmal an. Also, oder schaltet aus. Ich gebe euch ein bisschen Zeit, dass ihr mal ausschalten könnt, weil ich werde jetzt wirklich das Rätsel verraten. Ja, habt ihr alle ausgeschaltet? Okay, sehr gut. Und zwar, dass man oben irgendwie eine Flüssigkeit, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, dass man das halt aus dem Fenster wirft und dann fällt es in den Trog von der Kuh und die Kuh trinkt das und dann muss man das wieder rausmelken. Das fand ich so großartig. Oh, okay, das hätte ich dachte, das hätte ich schon. Okay, ja, sehr schön. Habe. Naja. Auf jeden Fall, die Idee fand ich so gut und so widerlich gleichzeitig. Da blieb uns gar keine andere. Ja, ich dachte, der Parcours wird jetzt gespannt. Aber auch schön, dass hier. Ist das eigentlich. Das war Opas Hose, ne? Mit dem Spot-Parcours, oder? Natürlich. Das ist toller Einsatz von Opas Hose. Mal wieder. Großartig. Opas Hose ist das Beste. So, wo finden wir eine Flüssigkeit? Im Brunnen wahrscheinlich. Oder hier in der Tür. Ist bestimmt fest verschlossen. Ich wette ja darauf. Die Tür hat kein Schloss, nur diesen defekten Türklopfer. Solange der Türklopfer nicht komplett ist, kann ich auch nicht klopfen. Aha. So, aus dem Brunnen können wir keine Flüssigkeit holen. Ja. Wenn wir jetzt hier schon reingehen, verpassen wir dann was? Oha. Thronsaal. Können wir mal gucken. Vielleicht finden wir hier eine Flüssigkeit. Boom, Mosaik. Tritt ein. Diese Platte hier sieht anders aus. Der Boden wurde offenbar sehr notdürftig repariert. Oh, schade, dass wir den Schlüssel nicht mehr haben. Sonst könnten wir hier das Thronschloss. Das haben wir wohl unterwegs verloren. Ohne das fehlende Teil lässt sich hier wohl nicht viel ausrichten. Ich hab da so eine Idee. Hörks. Nein, ich komme mit meinen Fingern nicht in die Rillen. Sie sind einfach zu wurstig. Halt mit dem Stock. Hörks. Nein, das bräuchte ein... Was brauchst du? Nein, ich bräuchte ein Werkzeug mit mehr Hebel. Ah, okay. Ein Thronschloss. Na, was haben wir denn hier? Ein Schlüsselloch? Vielleicht ein königliches Geheimfach? Und kein Schlüssel. Der Thron ist leer. Wo ist der König? Tja, im Kerker. Sind Türklinken denn wirklich so aus der Mode gekommen? Tja, einen Wandteppich anfassen. Können wir vielleicht mitnehmen.
Ui. Und hier ein Hebel. Oha. Noch ein Wandsteppich. Und ein Schild. Hm, da scheint tatsächlich irgendetwas hinter diesem Wappen zu sein. Mal sehen. Nein, ich schaffe es nicht. Vielleicht mit dem Stock. Nein, ich kriege den Stock einfach nicht dahinter geklemmt. Die Lücke ist zu schmal. Aha. Was zum Henker? Okay. Der Thronsaal. Der Thronsaal wurde erstellt von... Das weiß ich gar nicht. Matthias Mannewitz. Oh, echt? Ja. Ah. Sehr, sehr schön geworden. Ja. Krass. Ja, hat eine tolle Stimmung. Auf jeden Fall. Und den gibt es ja auch in zwei Versionen. Das zweite, das seht ihr später. Da wird spannend. Hier ist noch alles in Ordnung. Ja, wieder ein paar kleine... Ist aber noch was nicht in Ordnung. Das Schöne an Wispertrag ist, dass die Räume so aussehen, als wären sie aus rein ästhetischen Aspekten entstanden, und dann verstecken sich da doch ganz viele kleine Rätsel drin, und das sieht man auf den ersten Blick immer gar nicht. Aber hier sind echt ein paar sehr, sehr schöne Sachen drin, ja, versteckt. Ein paar schöne kleine Kopfnüsse. Ich werde ein bisschen müde hier. Nicht wegen dem Spiel oder so. Es ist halt spät. Okay, wir müssen irgendwas unter die Tür legen. Ein Stock vielleicht. Nein, selbst mit Hebelkraft rührt sich das Fall. Den Wandteppich vielleicht nochmal bewegen. Okay, da kommen wir nicht durch. Da auch nicht, da auch nicht. Was machen wir denn nun? Was machen wir nun? Jürgs, nein, sie sind einfach... Jürgs. Okay, hier kommen wir nämlich gerade nicht weiter. Können wir vielleicht mit Spots hier irgendwie in die Dachrinne wieder rein, oder... Okay, das kann man... Nein, Spot, du kannst sie haben. Okay. Was würden wir denn mit Spots hier hochlaufen, wenn wir hier... Das wäre eine Idee, wo wir Spots durchschicken. Vielleicht schafft er es. Dann können wir vielleicht mit Spots den... Das Ding hier machen. Okay. Genau, mit Platzspot vielleicht. Das Bodenmusik. Anheben. Pass auf, wo du hinkriegst, Spot. Der Boden hier ist ganz brüchig. Oder auch nicht. Dann musst du erstmal ankommen. Pass auf, wo du hinkriegst. Der Boden hier ist. Okay, oder auch nicht. Eine Flüssigkeit, die wir da reinschütten müssen. Sicher, dass wir es nicht aus dem Brunnen holen können. Pass auf, dass du nicht in den Brunnen fällst. Du weißt doch, wie tollpatschig du immer bist. In den Brunnen fallen? Cooles Putz. Pass auf, dass du nicht in den Brunnen fällst. Du weißt doch, wie tollpatschig du immer bist. Tja, nochmal in den Stall. Mo. Das war's jetzt.
wert. Vielleicht nochmal mit ihm reden. Kann er uns helfen? Ah, zwar nicht, kommst aber. Du voran? Bleib du ruhig hier, ich gehe die Welt retten. Halte dich immer an das, was ich dich gelehrt habe. Ja. Im Thronsaal habe ich Commodores weiter. Das ist Musik. Ohne das fehlende Teil lässt sich hier wohl nicht viel ausrichten. Das fehlende Teil ist auf dem Boden, aber wir kriegen was vom Boden ab. Vielleicht. Spot ist nicht gut in Pull, er frisst immer die Teile. Ich habe eine Idee, da oben das Wandsteppich hier. Ich kann mir damit Spot was erreichen. Das könnte was sein. So mit dem Bloodspot da mal hey, hinter Spot, Schild. Kannst du mir irgendwie helfen, dieses Wappen von der Wand zu lösen? So, und nun? Ahnte ich es sehr doch. Schön. Ein, was wohl? Ein geheimer Mechanismus. Hurra. Davon lasse ich lieber die Finger. Wenn das Tor runterrauscht, würde mir die Kette die Handflächen zerfetzen. Okay. Vielleicht. Hippel. Davon lasse ich lieber in das Tor runter. Aha. Erstmal Schild aufsammeln oder was? Das können wir, glaube ich, nicht wirklich machen. Okay, das hat natürlich mal wieder nicht geklappt. Mit der Hand, das ist sich nicht die Hand. Vielleicht. Oha. Oh, ja, cool, wir sind draußen. Und hier geht's weiter. Ach du Schreck. Und was sind wir hier hineingeraten? Hallo, du da. Bist du der königliche Astronom? Jotzen. Jotzen? Was soll denn das bedeuten? Rombeka sitz sas ditzebek livium. Was? Rombeka sitz sas ditzebek livium. Du hast direkt sterben vermutet. Danke, Ron. Jotzen und so weiter. Auch an Ilvi. Oh je, der Astronom spricht offenbar eine fremde Sprache. Astronomisch oder so. Aha. Oha, das sind einige Sachen hier. Ein Schlüssel, den nehmen wir mit. Und dann sollten wir mal mit dem Astronomen reden. Falls wir es schon können. Die Sache dreht sich ziemlich schnell. Okay, haben wir einen Schlüssel? Ja, wir haben einen Schlüssel. Schon mal gut. Oh je, es ist vollkommen durcheinander. Na dann mal los. Was wie H bis N, O bis U, A bis G. Bücher sortieren. Was zum... Guck mal, das dahinter. Uff. Aber wie können wir...
Wir haben doch nur mal eine freie Stelle. Können wir das irgendwie verrücken lassen? Dann ist das wahrscheinlich alphabetisch. Ach so. Hey, was? Ich verstehe es nicht. Das können wir doch hier bestimmt. Wir haben eine leere Stelle, wenn wir jetzt das hier rausnehmen, das ist dann jetzt wieder reinstellen und das rausnehmen. Aber wir können ja nur an dieselbe Stelle zurücksetzen. Wie bitte, was ist denn das denn? Warum? Was ist denn, was läuft nie verkehrt? Oha, wir haben einen Türknopf. Fliegt eine Fliege rum. Aber wie, aber was, aber können wir da hauen irgendwie oder? Okay, V bis Z steht schon richtig. Nein, nicht doch. Ah, okay, da steht jetzt A bis G. A bis N mit dem tauschen und dann mit dem tauschen und dann. Das muss doch, oder? A bis G, H bis N, O bis U, V bis Z. Spricht der jetzt mit uns bessere Sprache? Vielleicht ist das die Lösung des Rätsels. Hallo? Kannst du mich wirklich nicht verstehen? Was? Wie? Warte mal, ich kann dich ja doch verstehen. Sogar laut und deutlich. Was für ein Glück. Hoffen wir, dass es noch nicht zu spät ist. Zu spät? Wofür? Es gibt große Probleme. Der König, der Brunnen, das Gefüge von Raum und Zeit. Moment, Moment. Eins nach dem anderen. Ja, eins nach dem anderen. Wer bist du überhaupt? Ich bin der königliche Astronom. Der König hätte lieber ein paar Soldaten einstellen sollen. Wo sind die anderen Bediensteten? Geflohen. Und was machst du dann noch hier? Was schon? Die Ruhe bewahren. Wenn die Welt untergeht, dann ist es immerhin egal, wo ich bin, oder? Aber falls ein Held kommt, um die Welt zu retten, dann wird derjenige Hilfe brauchen. Du weißt also, was zu tun ist? In der Theorie, ja. Aber bevor du dir Hoffnung machst, die Chancen stehen schlecht. Wo finde ich den König? Im Augenblick leider gar nicht. Er hat sich in sein Gemach zurückgezogen. Und das liegt hinter der Tür da oben? Ganz recht. Die Tür lässt sich aber nur öffnen, wenn Wasser im Brunnen fließt. Okay, Wasser muss im Brunnen fließen. Und ist hier eine Kurbel. Und ich weiß, wo die Kurbel hingehört. Was ist denn mit dem König? Es sieht nicht gut aus. Der König ist sehr geschwächt. Er benötigt das Wasser des Lebens. Aber der Brunnen ist versiegt und der Weg zu seinen Gemächern ist versperrt. Man müsste das Gefüge von Raum und Zeit wieder reparieren. Das würde sowohl den Brunnen als auch die Tür wieder zum Laufen bringen. Leider kann nur der König selbst das tun. Das klingt nach einem Teufelskreis. Es gibt gar keine Lösung. Ich sagte es ja bereits. Es sieht nicht gut aus.
Okay. Was ist das Problem mit dem Brunnen? Das Gefüge von Raum und Zeit ist hinüber. Und mit Gefüge von Raum und Zeit meinst du? Dieses Planetenmodell da, ja. Es ist ein sehr mächtiges Objekt. Es treibt nicht nur den Brunnen an, es repräsentiert auch unser Sonnensystem. Es ist ein nahezu perfektes Modell. Oh, wie spannend, wenn man Astronom ist. Lass dich nicht täuschen. Planetenbewegungen, Tageszeiten, Jahreszyklen. Dieses Modell misst in gewisser Weise den Herzschlag unserer Welt. Dabei ist es so genau, dass man fast sagen könnte, die Welt richtet sich nach ihm. Fest steht nämlich, dass beide Einfluss aufeinander haben. Die Welt richtet sich nach dem Modell? Ja! Ist das nicht faszinierend? Das heißt, wenn jemand das Modell repariert, wäre auch das Ende abgehalten? Theoretisch ja. Aber nur jemand von königlichem Geblüt könnte so etwas tun. Es ist einfach zu bedeutend. Aber der König sitzt hinter der Tür fest. Ja. Die sich nicht öffnen lässt. Genau. Weil das Planetenmodell kaputt ist. Das ist das Problem. Himmel, wer denkt sich nur immer diese absurden Mechanismen aus? Tja, was wäre denn, wenn ich helfen könnte? Ich könnte doch helfen. Mach dich nicht lächerlich. Nur der König ist bedeutend genug, das Planetenmodell zu reparieren. Ja, aber der König ist nicht da. Lass es mich doch wenigstens versuchen. Was kann schon passieren? Kann die Welt etwa noch mehr untergehen? Da sagst du was. Na also, sag mir einfach, was ich tun soll. Oh, da gibt es gleich mehrere Sachen. Wie immer. Erst einmal fehlt Öl. Ohne lässt es sich nicht ankommen. Aber was viel schlimmer ist, ist, dass einer der 5 Planeten fehlt. Der Flüsterstein. Oh, sagtest du Flüsterstein? Ja, er repräsentiert unseren Planeten im Raumzeitgefüge. Leider ist er verschollen. Wie haben wir denn? Ich habe noch Fragen wegen dieser Reparatur. Fragen? Was für Fragen denn? Hast du etwa nicht zugehört? Doch, doch, aber es ist doch sehr viel Information auf einmal. Schon gut, schon gut. Wo genau drückt denn der Schuh? Ich komme nicht an den Flüsterstein. Ohne den Flüsterstein können wir die ganze Aktion vergessen. Und nur die Sonne weiß, wo der Stein sich jetzt befindet. Ja, oder er ist irgendwo, wo nicht einmal sie hinscheint. Ach, nichts. Tja. Ich finde kein Öl. Hast du schon im Alchemielabor im Nachbarturm nachgeschaut? Da hat mein Bruder früher immer Öl aus Olivenkernen destilliert. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Dein Bruder? Ja, er war der königliche Alchemist hier am Hof. Wie kommen wir dahin? Was ist aus ihm geworden? Er starb eines natürlichen Todes. Naja, zumindest natürlich für einen Alchemisten. Auf der Beerdigung rauchten seine Stiefel noch immer. Okay. Wie lässt sich das Ding nur in Gang bringen? Das sollte kein Problem sein. Die Kurbel liegt hier irgendwo rum. Aber achte darauf, dass die Planeten in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind. Und dass das Planetensystem gut geölt ist. Wenn du nur den geringsten Fehler machst, könnte es in einer Katastrophe enden. Okay, wir brauchen Öl. Ich versuche es lieber allein. Tu das. Ich bringe schlechte Nachrichten. Nicht sehr originell in diesen Tagen. Aber was soll's? Schieß los. Wo fange ich an? Mir wurde prophezeit, dass ich die Welt zerstöre. Und dann läufst du schnurstracks in die Schaltzentrale des Sonnensystems? Ich will dich ja nur ungern kritisieren. Aber das klingt nicht so, als hättest du vorher reiflich darüber nachgedacht. Die Askel planen einen Angriff. Dann müssen wir uns beeilen. Nur der König kann uns vor den Askel schützen. Aha. Spot hat den Flüsterstein gefressen. Was sagst du da? Du weißt, wo der Flüsterstein ist? Nur in etwa. Mein Haustier hat ihn aufgefressen. Aber das darf doch nicht wahr sein. Wir brauchen den Stein, um das Gefüge von Raum und Zeit zu reparieren. Ohne ihn sind wir aufgeschmissen. Ich hätte ihn lieber rechtzeitig füttern sollen. Dein Gejammere bringt uns auch nicht weiter. Lass dir besser was einfallen. Ich such derweil schon mal mein Seziersteck. Nicht nötig. Mir fällt schon noch was ein. Ja, bitte nicht.
Ich bin kein Held, nur ein unbegabter Clown. Oh. Ein Clown, sagst du? Ja. Kein Held? Kein Prinz? Nein, ach, nur ein Clown. Und nicht einmal ein besonders guter. Hast du wenigstens ein Muttermal oder eine auffällige Narbe? Nichts dergleichen. Tja, das ist wirklich schlecht.